Heute haben wir zum Vergleich mal einen Turnschuh hergenommen, weil das Fahrzeug, das wir heute vorstellen, diesen Spitznamen bekommen hat, wie man nämlich jetzt gleich sehen wird, aufgrund der Ähnlichkeit von der Form her. Das ist nämlich das BMW Z3 Coupé. In dieser Version jetzt mit dem 3 Liter M54 Motor und 231 PS. Ja, den Namen hat er eigentlich vor allem durch seine optische Nähe zum Turnschuh bekommen. Man sieht, er hat eine recht flache, lange Motorhaube vorne und dann steil ansteigende Windschutzscheibe und nach hinten hin wieder steil abfallendes Heck. Daher war der Name dann eigentlich gleich fürs Fahrzeug gefunden. Ja, und das ist eigentlich ein recht seltenes Fahrzeug, sieht man nicht allzu oft im heutigen Straßenverkehr, ist auch nicht allzu oft hergestellt worden. Gerade mal nicht ganz 18.000 Fahrzeuge sind von dem Coupé gebaut worden. Im Gegensatz zum Roadster, da sind ja annähernd 280.000 Fahrzeuge hergestellt worden. Hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass er relativ spät erst rausgekommen ist. Der Roadster ist ja schon 1995 veröffentlicht worden und das Coupé dann erst 3 Jahre später ungefähr. Und natürlich auch mit der Tatsache, dass das Fahrzeug am Anfang nicht jedermanns Geschmack war. Einfach aufgrund der absoluten Eigenständigkeit, was die Karosserieform angeht. Und ja, dadurch, dass wir jetzt wieder mal so ein Auto hereinbekommen haben, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, wieder ein paar Kleinigkeiten zu besprechen, wenn man sich so ein Auto kaufen will, worauf man wieder schauen sollte, Acht und Wert geben sollte. Und die Vorteile und auch natürlich ein paar Nachteile vom Fahrzeug einfach mal ein bisschen erläutern an dem Beispiel von diesem Fahrzeug jetzt hier. Was eben bei dem Coupé ganz deutlich auffällt, ist eben die um einiges breitere Spur auf der Hinterachse als vorne. Das Coupé gab es auch nur von vornherein als Facelift-Modell, auch zu erkennen außen an den seitlichen Blinkern hier. Und wie man jetzt eben hier auch schön sieht in der Flucht hier, die Hinterachse ist etwas breiter ausgestellt von der Spur her wie die Vorderachse, was man auch am Fahrverhalten dann auch recht deutlich mitbekommt, was wir nachher auch mal beim Fahren kurz zeigen werden. Ja, und das sind natürlich dann so schöne Sachen verbaut wie die seitlichen Luftkiemen hier an der Motorhaube. Die lässt sich auch wunderbar in einem Stück hochklappen. Das zeigt man auch gleich beim Öffnen der Haube, wie groß die Haube eigentlich wirklich ist von der Fläche her gesehen. Dann hier hinten die ausgestellten Kotflügel. Und eben das schöne Heck, diesen L-förmigen Heckleuchten. Und eben gerade eben das Spezielle, das Fahrzeug, weil es eben ein Coupé ist, mit der großen Heckklappe. Wir fangen einfach mal vorne an, unter der Motorhaube. Die öffnen wir jetzt einfach mal ganz normal. Das heißt, die geht nach hinten hin auf. Der Verschluss befindet sich hier über den rechten Scheinwerfer, genau. Und ihr seht, wie groß diese Frontklappe eigentlich wirklich auch ist. Komplett bis hier hinten, ein Teil. Und dadurch hat man natürlich wunderbaren Zugang zum Motor. Das heißt, hier sieht man nur die Kunststoffabdeckungen von den Radhäusern. Das sind schon die ersten Blicke, die man bei so einem Fahrzeugkauf drauf macht. Wie sieht hier die Übergänge von der vorderen Spritzwand zu den Radhäusern hier vorne, ob das alles optisch original aussieht. Gerade hier ganz gut zu erkennen an diesem Bereich hier vom Werk ab die originale Verklebung oder ja, das ist eigentlich die Dichtmasse. Ob da nicht mal irgendwas gemacht worden ist, kann man da sehr leicht erkennen beim Aufmachen der Frontklappe. Dann hat man natürlich auch sehr gut Zugang zum Motor. Das heißt, es ist nicht irgendwie eng im Motorraum drin. Es ist relativ alles gut zugänglich. Natürlich auch gleich immer der erste Blick bei dem M54 Motor. Ist die Ventildeckeldichtung feucht? Dann sieht man es ganz deutlich hier in dem Bereich Wärmeschutzblech über dem Auspuffkrümmer.
Ist aber, wie schon oft gesagt haben, kein großes Problem, die Ventildeckeldichtung zu tauschen. Meistens ist es dann auch hier in dem Bereich etwas undicht, wenn die nicht mehr gut wäre. Dann auch ein kleines Problem, was ab und zu mal ist, ist diese kleine Dieserklappe hier. Das heißt, da ist so ein kleiner, hat wie eine kleine Drosselklappe drin, die ab und zu ausschlägt und dann Geräusche von sich macht. Dann auf jeden Fall austauschen, gibt es abgeänderte Versionen aus Metall. Dann hat man das Problem auch behoben, nicht, dass dann doch mal was in den Motor reingesogen wird. Das wäre natürlich nicht gut. Das sind so die ersten Stellen, wo man jetzt auf den ersten Blick gleich sehen kann, ob da irgendwas zu machen wäre am Fahrzeug. Was wir jetzt bei dem Auto ganz frisch gemacht haben, haben wir ein kleines Video auch gedreht, ist hier vorne Thermostatgehäuse. Da war das Thermostat so, dass es nicht komplett geschlossen hat beim Fahren. Dann könnte man natürlich, wenn das Auto mehr Kilometer drauf hat, auch gleich die Wasserpumpe mitmachen, die ja gleich hier drunter halb sitzt. Bei dem Fahrzeug nicht nötig, weil er noch relativ wenig Kilometer hat. Der Mikrofilter fällt bei dem Fahrzeug komplett. Der hat noch keinen Mikrofilter zum Austauschen. Muss man also auch nichts beachten, daher gesehen. Das ist dann erst alles später gekommen mit dem Mikrofilter, die dann also hier beim E46 in dem Bereich hier oben verbaut waren. Da ist also noch gar nichts, was man irgendwie erneuern muss, auch beim Service nicht. Und hier drüben sieht man immer noch ganz gut hier die Fahrgestellnummer eingeschlagen und auch hier wieder ein Blick einfach auf die ganzen Bauteile vorne. Das Schließblech, also ob dann die Scheinwerfer vielleicht schon mal getauscht worden sind, das kann man auch mal recht gut erkennen. Hier kannst du mal sehen, was die das ist. Die Scheinwerfer 2004? Ja, genau. 2001, genau. Ja. Das ist hier die Nummer. Wenn ich schaue mal, jetzt habe ich es auf der Kamera richtig drauf. Genau, die 01 ist ja für den Hersteller Jahr und dann eben dementsprechend Monat. Daran kann man erkennen, das Fahrzeug selber ist im 2002 zugelassen worden. Auf der anderen Seite. Genau so, 441. Ja, genau, und da ist es eben nur der Pfeil auf der anderen Seite, 01, dementsprechend auch passend zum Fahrzeug. Es sind also noch die originalen Scheinwerfer drinnen. Die neigen natürlich ab und zu mal ein bisschen zum Ausbleichen oder Steinschlag, dass es ab und zu mal zu sehen gibt. Kann man aber auch wieder auf Vordermann bekommen mit speziellen Polituren. Ist jetzt nicht so schlimm, nur einfach optische Kleinigkeiten, die man dann eventuell machen sollte oder könnte. Ja, und hier sieht man eben auch nochmal ganz gut rein, komplett schon bis zur A-Säule hinein. Ob da vielleicht nicht mal die Motorhaube runtergekommen ist, sieht man an den Verschraubungen und so weiter. Das kann man alles recht gut erkennen. Jetzt schauen wir mal in den Innenraum rein. Und zwar haben wir da auch bei dem Fahrzeug schon hier ein Seitenairbag verbaut. Türverkleidungen sind eigentlich recht schlicht gehalten bei dem Fahrzeug. Hier unten haben wir so ein paar nette Einstiegsleisten mit so Aluminium. Die sind auch oft kaputt. Ja, da muss man aufpassen, da sammelt sich immer recht gerne hier die Feuchtigkeit. Man sieht es hier, die ist nagelneu. Die ist nagelneu. Und es ist gerade eingebaut. Und man sieht sogar ab Werk schon, also es ist echt heftig. Aber für 100 Euro, ne? Die kosten 100 Euro, ja. Also selbst ab Werk, wir haben noch nicht mal die Folie abgezogen, hält die nicht richtig. Und dadurch kommt natürlich hier in dem Bereich ganz leicht mal Wasser rein. Also das ist eine ärgerliche Geschichte, sogar das BMW das noch nicht mal jetzt hinbekommt, wenn sie neue Teile verkaufen, das richtig zu verkleben. Das muss man wahrscheinlich selber kleben, oder? Muss man nochmal nacharbeiten, weil sonst war die Arbeit umsonst. Aber die sind eigentlich fast immer, dass die sich gelöst haben. Hier vorne hält sie sogar, aber wie gesagt, im Hinterbereich ist sie jetzt schon wieder offen. Kostet, wie gesagt, um die 100 Euro, ist natürlich auch leicht auszutauschen, nur eben ärgerlich. Ja, was war man dann hier drin? Elektrische Sitzverstellung, aber nur teilweise. Und zwar kann man vor und zurück elektrisch fahren. Das geht auch ziemlich schnell, ne? Ja, das ist nicht das Problem. Das Problem ist ja immer das bekannte Problem, dass die recht gerne ausschlagen, was die Sitzschiene... Ja, nach vorne. Ne? Ja, sobald man bremst, merkt man schon meistens, dass es etwas nach vorne geht. Und beim Beschleunigen macht es einen kurzen Ruck nach hinten. Die Sitzlehne selber ist dann wieder mechanisch verstellbar. Das heißt, mit ganz normalen Hebel kann man dann dementsprechend den Sitz auch vor zurückschieben. Genau, also Höhe ist auch verstellbar, auch ganz wichtig. Aber das ist noch am Rande erwähnt. Wie gesagt, Hauptprobleme sind eigentlich bei fast allen Z3, dass die etwas Spiel haben. Aber dafür gibt es aber auch sogar vom BMW einen Umrüstsatz.
dass man dann diese kleinen, ja, so Art Kunststoffführungen sind das, austauscht. Und dann hat man eigentlich dann auch wieder seine Ruhe, wenn das einmal gemacht worden ist. Die Sitze selber sind auch recht eigenständig. So ein bisschen im Porsche-Design. Also mit der Kopfstütze integriert im Sitz drin. Natürlich auch hier Sportsitze verbaut. Darauf würde ich persönlich auch immer Wert legen, egal welchen Z3 man kauft. Der ist sehr gefragt, jetzt der Sportsitz. Also auch beim Roadster, den gibt es ja wahlweise mit und ohne Sportsitz. Dann Lenkrad, ganz gewöhnlich bekannt, eigentlich auch aus dem E36. Das ganze Fahrzeug basiert ja auf dem E36 Kompakt. Das wird man dann auch später beim Fahren nochmal ganz gut merken. Es sind viele Bauteile verwendet im Innenraum, die man aus dem Kompakt eben auch kennt. Die Lüftungsdüsen hier zum Beispiel. Dann natürlich ganz deutlich hier der Schalter, Lichtschalter zum Herausziehen. Die Nebelscheinwerfer und Schlussleuchten sind dann dagegen hier unten drunter wieder verbaut. Dann hier drüben die mittleren Luftdüsen. Auch wieder ganz typisch E36 Kompakt. Dann natürlich die Mittelkonsole ist wieder richtig schön gemacht. Also was die Drehregler angeht für den Z3. CD-Radio hier mit Klimaanlage auch verbaut. Sitzheizung und bei dem Modell auch schon das DSC eingebaut. Dynamische Stabilitätskontrolle. Was das Fahrzeug auch ganz gut verträgt, dieses DSC. Wie gesagt, beim Fahren werden wir da mal kurz drauf eingehen. Natürlich hier elektrische Fensterheber. Da gibt es eigentlich auch ganz wenig Probleme, was die Elektrik angeht bei dem Fahrzeug hier. Das funktioniert alles tadellos. Beifahrer-Airbag. Ja, der Innenraum ist sehr klein gehalten, also sehr eng, aber halt eben gerade für jemanden, der ein bisschen Spaß haben will, ein bisschen sportlich fahren will, nicht allzu viel Gewicht mit sich rumschleppen will, natürlich perfekt. Sowas hat BMW eigentlich in letzter Zeit auch gar nicht mehr gebaut. Ein Fahrzeug, das eigentlich nur zum Fahrspaß gedacht ist. Das ist momentan leider auch ein recht großes Manko, die BMW-Embleme. Die lösen schon nach kurzer Zeit sich in Luft auf, wie man hier oben auch sieht. Das vordere ist schon getauscht worden, das hintere wird noch getauscht. Aber jetzt kommen wir eigentlich zum interessanten Teil vom Fahrzeug, nämlich zu der Heckklappe. Das ist, was das Auto ja ein bisschen einzigartig macht, nämlich wirklich eine kleine Heckklappe verbaut bei dem Fahrzeug, wo man auch ein bisschen was sogar reinbekommt ins Fahrzeug. So, hier ist der kleine Gepäckraum vom Fahrzeug, also man bekommt tatsächlich ein bisschen was rein, aber ich glaube, das Fahrzeug ist jetzt nicht unbedingt dafür gebaut worden, um damit größere Sachen zu transportieren. Es hat einfach nur einen kleinen Nutzwert vom Fahrzeug. Und drunter haben wir dann auch eine Stelle, die eigentlich ganz wichtig ist bei diesen Modellen. Wieder, also hier in dem Bereich nämlich, wo die Hinterachse ist, dazu müsste man jetzt hier dieses Teil noch ausbauen, ist eigentlich nur hier geschraubt. Ist die Verschraubung von der Hinterachse. Und wie man sieht, die ist ungefähr auf der Höhe hier verbaut. Vom Rad gesehen, direkt unterhalb des Wagenbodens. Darauf sollte man, wenn möglich, ein bisschen einen Blick drauf werfen, weil die etwas stärkeren Modelle sehr gerne dazu geneigt haben, hier an der Stelle im Wagenboden auszuschlagen. Und dann kann es durchaus sein, dass man wirklich die Hinterachse ja, so dermaßen das Blech verformt hat oder ausgerissen hat, dass sogar Blecharbeiten erforderlich sind und die Achse rausgebaut werden muss und Schweißarbeiten erforderlich sind, um das Fahrzeug wieder ja, durch den TÜV zu bekommen. Ansonsten haben wir hier ein schönes Werkzeugset, Abwerk mit verbaut. Ganz wichtig ist natürlich immer auch die Felgennuss, dass die auch mit dabei ist, die Batterie. Alles sehr gut zugänglich, also wenn man da mal die Batterie tauschen muss oder irgendwas anderes, ist eigentlich gar kein großes Problem. Hier unten kann man auch noch schön reinschauen, ob das Fahrzeug vielleicht im Hinterbereich nicht doch irgendeinen Schaden gehabt hat. Da sieht aber auch alles ganz original aus. Das gleiche hat man natürlich auf der anderen Seite auch nochmal, da kann man theoretisch auch nochmal nachschauen. Einen Blick sollte man auf jeden Fall auch hier auf diese Kabelbäume von der Heckklappe werfen. Die sind bei dem speziellen Modell hier sogar schon erneuert worden.
Und zwar ist es natürlich wie bei den meisten Fahrzeugen, die so einen Heckklappen haben mit viel Kabeln, dass die gerne mal an den Stellen hier am Knickpunkt etwas durchscheuern. Das erkennt man dann ganz schnell, wenn die Beleuchtung hinten nicht mehr funktioniert. Die dritte Bremsleuchte. Zum Beispiel, ja, hier die dritte Bremsleuchte ist hier mit eingebaut. Wenn das anfängt, nicht mehr zu funktionieren. Der zweite Punkt ist eben dann der Heckwischer. Wenn der nicht mehr funktionieren sollte, ist meistens eben auch der Kabelbaum hinten defekt. Sonst hat er ja zum Glück in der Heckklappe nicht viel Elektrisches verbaut. Das sind eigentlich nur die zwei Punkte, die man schnell prüfen kann. Jetzt fahren wir wieder mal ein paar Meter mit dem 3 Liter Coupé. Am besten auf die Landstraße natürlich mit so einem Auto. Das macht am meisten Spaß. Was natürlich sofort auffällt, ist das sehr geringe Gewicht vom Fahrzeug. Das Auto hat ja unter 1400 Kilogramm, hat ein sehr gut abgestuftes Fünfganggetriebe. Das Einzige, worauf man sich ein bisschen daran gewöhnen muss, ist einfach die relativ schmale Spur an der Vorderachse zur breiten Spur an der Hinterachse. Das heißt, das Auto lenkt im ersten Moment sehr direkt ein, wird aber dann unterm Einlenken ein bisschen indirekter. Man muss also teilweise noch ein bisschen nachlenken. Jetzt hier bei so engen Kurven zu merken, das ist ein Problem bei dem Fahrzeug. Es ist andauernd am Regeln des DSC, weil das Fahrzeug eben sehr, sehr kurz ist, einen sehr kurzen Radstand hat und natürlich dann immer das versucht, vom Ausbrechen immer zu unterbinden versucht. Merkt man jetzt auch wieder beim nächsten Reinfahren in die nächste Kurve. Sobald man nur ein bisschen einlenkt, ein bisschen flotter einlenkt, geht das DSC schon wieder an. Man hört es auch am Regeln. Das heißt, es ist aber so mit Absicht gemacht vom BMW, weil, wie gesagt, kurzer Radstand, starker Motor, das Fahrzeug dann eben andauernd am Versuch gehindert wird zum Ausbrechen. Bei Trockenheit fährt er sich richtig schön, bei Nässe muss man dann schon aufpassen. Ja, bei Nässe ist es ganz heftig, ja. Das ist halt einfach das Konzept von so einem kurzen Fahrzeug mit einem schnellen Antrieb. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen oder man fährt halt eben nicht ganz so sportlich. Dann geht es natürlich auch wieder. Aber wie gesagt, die Abstimmung ist schon so mit vom BMW so gewollt, wie es jetzt ist. Unbedingt auf Reifen achten beim Kauf. Sollten wirklich sehr gute Reifen sein und vor allem vom Profil und von der Mischung her nicht gerade abgefahren sein oder abgenutzt sein. Weil je schlechter der Reifen ist bei diesem Z3 Coupé der Motorisierung, umso schneller ist das Ding natürlich auch am Regeln. Mit einem guten Reifen kann man einiges verbessern am Fahrverhalten. Und man sollte sich immer im Hinterkopf behalten, das Fahrzeug ist halt einfach leicht, schnell und kurz.